Damit willkommen zu Let's Play WarioWare Inc. Der erste Teil der WarioWare Serie. Die WarioWare Serie ist jetzt mehr oder weniger bekannt. Um es ganz einfach auszudrücken, es geht eigentlich darum, ganz, ganz viele Mikrospiele, nicht Minispiele, sondern Mikrospiele hintereinander zu schaffen. Ich heiße einfach mal Way. Und dafür hat man gewisse Anzahl an Leben. Und wenn man ein Mikrospiel nicht schafft, das nicht länger als 5 bis 5 Sekunden oder so geht, dann hat man halt verloren, wenn man es nicht schafft. WarioWare Inc. Und dann gibt es halt zu jedem Charakter eine Vorgeschichte. Die Charaktere haben man eigentlich größtenteils alle schon mal gesehen. Und jetzt geht's los. Erklärt sich eigentlich von selbst. Wario macht Muskeln. Und da steht ein Radio. Ich kenne die Mikrospiele übrigens nicht. Von diesem Spiel. Bereit für meine Spiele? Ich hoffe. Wäre doof, wenn nicht. Deswegen springst du auf dem Trampolin und wirst gleich in den Radio fliegen, das weiß ich noch, und dann hört's auf. Spiel ist für ein Gameboy übrigens. Und Batsch. Dann geht's los. Und Spiel 1 ist zu fassen. Muss man einfach nur A drücken, um das anzufassen, wenn es runterfällt. Okay, zweites Spiel anhalten. Muss man Mario hier treffen mit dem Pfeil. Alles klar, geht auch noch. Springen. Ui, eine Kartoffel. Kartoffelauto. Also wie man sieht, es hat einen abgedrehten Humor, weil... Und die Spiele werden auch immer schneller, habe ich noch nicht gesagt. Anziehen. Oh ja. Wir werden immer schneller und haben auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, wird man alles noch merken. Ausweichen. Hi, hi, hi. Hilfe, Hilfe. Geschafft. Nummer 5. Ich bin der Beste. Und nochmal schneller. Ich glaube, die erste Runde hat 9 Spiele und dann habe ich keine Ahnung mehr. Und sammle die Münzen. Hihi. 7. Zerstampfen. Boing. Fangen. Jetzt musst du die Milch fangen, wenn sie an deiner Hand ist. Und dann kommt der Herr Boss. Das ist eigentlich auch ein Minispiel. Geht nur etwas länger und ist etwas schwieriger. Boxen. Bam. Bam. Und hau raus. Und nochmal. Und verkacke es einfach. Verdammt. Hierfür kann man dann aber seine ganzen Leben verwenden. So. Jetzt kriege ich das aber hin. 1. 2. Komm schon. Das ist nicht so schwer. Und hab dich. Yeah. Wario ist der Boss. Und damit ist Wario geschafft. Yeah. Boing. Alles klar. Jetzt kommen seine Spiele da raus. Jetzt hat er seine Spiele ausgesperrt. Das finde ich böse. Tut das nicht weh? Hey, gut gemacht. Jetzt kommt Jimmy. Jimmy ist so ein verrückter Tänzer. Und ich spule das mal vor, so. Dann kommt jetzt Jimmy dran, nachdem wir Wario das Intro geschafft haben. Genre Sport kommen da, glaube ich. Dann wollen wir nochmal gucken. Taxi ist da, das wird auch noch kommen. Aber hier ist Disco Zucker. So. Ja. Du willst mein Spiel ausprobieren? Schein nicht zu wollen, ja? Sicher? Das Projekt wird auch nicht sonderlich lang. 3, 4 Parts und dann hat sich das. Okay. Lass krachen. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber naja. Alles klar. Und da geht's los. Springen. Boing. Musst du auf der Fläche springen. Springen. Nein, ich hab's verkackt. Jetzt geht's einfach weiter mit dem nächsten Spiel. Zuschlagen. Wenn die Leiste oben ganz voll ist. Nummer 3. Einlochen. Oh ja, einlochen. Nein, ich war. Lass es.
Yay, Smiley. Parieren. Geschafft. Das sollte noch alles möglich sein. Balancieren. Nein. Du fällst nicht runter. Das lass ich nicht zu. Und schneller. Fangen. Ach, ich muss mich bewegen. Ich dachte, ich muss drücken. Ah, abwehren. Geschafft irgendwie. Keine Ahnung. Springen. Oh. Das tut weh. Tut mir leid. Das schaffe ich jetzt vielleicht schon nicht im ersten Versuch, weil... Man muss doch erstmal gucken, was man machen muss. Mensch. Aber das ist halt der Reiz daran. Früher oder spät mal kriegt man schon hin. Außer man ist total schlecht. Ich versuch's aber nochmal. Und diesmal verkacke. Hallo, ich hab gedrückt. Verdammt, jetzt hab ich... Ah. Es wird doch wohl hingehen. Hingehen. Es wird aber funktionieren. Einlochen. Oh ja. Darin darf man ja wohl nicht verkacken, oder? Mal drei. Balancieren. Das geht noch. Zuschlagen. Zack. Hab ich. Mal fünf. Parieren. Diesmal kenne ich auch schon ein paar Spiele, deswegen... Komm schon. Und noch viel schneller. Nummer 6. Werfen. Aber am besten werfen, wenn der oben ist, weil sonst würden wir wahrscheinlich unten runterwerfen. Jetzt weiß ich das ja und ich habe ihn gefangen. 8. Abwehren. Hat ihn. Nummer 9. Snowboarden. Diesmal kriege ich auch das hin. Schaut euch mich an. Schaut euch mich an. Alles klar. Nummer 10. Jump. Und nochmal schneller. Nummer 11. Ei. Gut. Hat schon fast geklappt. Ich habe das Trampolin in der Kontrolle. So. Nummer 13. Schwingen. Hab dich. Ball. Und doch der Ball. Ich summe da gerne mit dieser Melodie, weil ich mag die. Schlagen. Bing, bing. Oh, Punch-Out. Au, das war schon mal schlecht. So muss das nämlich gehen. So, und noch einmal, komm. Das war kein Problem. Geschafft. Alles klar, das ging schon länger. Das letzte war bei 10 Zentimeter, das war 15. Jetzt stellst du wieder richtig ab. Ey, yo, Alter, Digga, was geht, Alter? Ja, okay. Hund! Hund, 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 Hund! Hund! Super Groove! Ja, der hat auch immer in den späteren Spielen was mit Katzen und Hunden, deswegen passt das so zu ihm. Und jetzt geht er erstmal in die Tanzdisco. Yeah! Geschafft, die nächsten drei erwarten dich schon. Ja, jetzt hat man drei zur Auswahl. Wer ist denn das Schönes? Hat man hier schon gesehen? Also wie man sieht, ich bin jetzt schon da und es wird fertig sein, das Spiel. Und da spule ich wieder vor. Das Spiel wird fertig sein, wenn ich hier oben angekommen bin. Da, das ist das Finale. Deswegen mache ich hier noch einen von und dann in jedem Part 3 ist das Part 2, das Part 3 und dann wird es 4 Parts haben. Dribble. Science Fiction. Diesmal geht es Taxi. Das sind Taxifahrer. Und was haben die denn für ein Problem? Also die haben viele Probleme, aber worum geht's hier? Die haben alle viele Probleme, also, wenn man das so sieht. Vielleicht mache ich auch 4 pro Part und hat es nur 3 Folgen, das reicht ja auch. Aber darüber sollte ich nicht reden. Genießt die Atmosphäre. So. Und wohin jetzt, Way? Oh. Ich möchte bitte... Ihre Stimme war wie Meeresrauschen. 10-4. Brumm, brumm, brumm. Und es regnet. Und es geht los, oder?
Es geht nicht los. Ich dachte, es geht los. Es geht doch los. Ausweichen. Ja, da muss man den Starren ausweichen, den man im Hintergrund gesehen hat. Es ging jetzt noch. Okay, Nummer 2. Ausweichen. Superman darf nicht die Wand rammen. Oder das Gebäude. Ausweichen. Ah, ich verstehe. Wir spielen Mario, der vor dem Stachel ausweichen muss. Anhalten. Das hatten wir schon mal. Voll kopiert, ey. Zu fassen. Ich hab dich. Das Lied mag ich. Springen. Oh Gott. Nächste. Komm, komm, komm. Gib's mir. Schießen. Bester. Landen. Ich bin gelandet. Zwar mit Crash, aber ich bin gelandet. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Starten. Geschafft. Vermeiden. Ei. Hört auf mit diesen Bomben. Es ist ja zum in die Luft gehen. Oh. Zwei Ausrufezeichen hinter meinem Namen. Es ist wunderbar. Ausweichen. Miau. Das passt zum Taxi. Alles klar, nächste. Ausweichen. Ah, das hatten wir auch schon mal. Kann es sein, dass das wahre Spiel denn schwerer sind? Also auf Level 2 Schwierigkeit? Oder so, keine Ahnung, kommt mir zumindest so vor. Montieren. Nein! Scheiße. Wie lange geht das? Ich möchte es nicht verkacken. Hä, was muss ich denn machen? Fangen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was musste ich da denn machen? Jetzt ist auf jeden Fall Nummer 3. Kämpfen. Bam! In your face! Ausweichen. Hoch. Runter. Oh yeah. Kannst du ihn mal aufhören sammeln? Gibt es her. Level 20. Fliehen. Ach, ich bin da unten. Ich habe uns gerettet. Ich bin gut. Zerstampf ihn. Was haltet ihr denn von diesem Spiel? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also von solchen... Ein Spiel nach dem anderen und du musst sofort realisieren, was du machen musst, weil sonst hast du verkackt. Boss. Okay. Come at me, bro. Schießen. Bam. Das ist interessant. Ich zerstöre euch alle. Was ist das? Das ist ein Bonus. Sah zumindest sehr danach aus und war auch einer. Außerdem stand es da. Es wäre vielleicht der größte Grund. Oder der beste Grund. Ich habe ein Schutzschild. Bam. Was hat das jetzt gemacht? Kann ich nicht noch mehr upgradet werden? Das finde ich doof. Der muss da rein. Oder wie? Aha. Hey, unterstand. Ich unterstand ihren Befehl. Majestät. Ach, keine Ahnung. Au, 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 au. Bumm. Bob, bob. Komm. Ist das ein Boss oder sowas? Eine Kugel? Der Endboss des Spiels. Die Kugel des Todes. Jetzt hast du ein Schutzschild. Das sieht aus wie ein Embryo. Oder eine Zelle. Auf jeden Fall eins davon. Interessant. Ich werde dich trotzdem zerstören. Komm raus aus deinem Schutz und lasse dich vernichten. Aua. Das war's mit dir. Into Space! Geschafft! Dann sind wir beim Leuchtturm angekommen, wo wir anscheinend hin wollten. Meerjungfrau Mann! Bala. Wo ist Blaubaschbube? Wir brauchen unser unsichtbares Bootmobil. Und er hat nicht bezahlt.
Was eine Story. Hä, wir haben nicht... Was sage ich? Was sage ich? Der hat nicht bezahlt. Das habe ich einfach nur so gesagt, weil es beim anderen Spiel schon mal den Gag gab. Also einem Spiel, was hier nach diesem hier kommt. WarioWare's Moose Moves für die Wii, da war es auch so ähnlich. Ja, die werden sich also alle hier versammeln, die wir machen. Dann wird das volle Party hier. Boah, hey, wey, alles geschafft haben, die unterschätzt. Oh yeah, ich bin halt der Pro, ich weiß, wie es läuft. Ich habe es mit einem Leben geschafft. Und, naja, so.